Jetzt Begehen die Unendlichkeit. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Teddy und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Fresh olech Ausgabe. Wir haben uns heute getroffen, um über ein Album zu reden, das am vergangenen Freitag herausgekommen ist. Es tut mir leid, nicht am vergangenen Freitag, sondern am Freitag davor. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter in der Woche. Und äh, da kam nämlich das neue kollabo -Album von Kollega und Farid Beng heraus mit dem Titel Platin war gestern ein inoffizieller äh, Nachfolger vom JBG3, der ja eigentlich als EP geplant war, so wie ich es verstanden habe, als Bonus-EP und Sonderedition von JBG3. Und jetzt ist es tatsächlich ein richtiges Album geworden. Kann mir aber auch vorstellen, dass es aufgrund der ganzen Echo-Debatte halt auch ein Anliegen gab und die beiden wahrscheinlich einiges noch zu erzählen hatten und sich dachten, komm, wir machen noch eine Platte zusammen, denn wir können das Ganze in nicht einfach mit diesem Echo-Ding so stehen lassen. Und das spiegelt sich auch so leicht in den Inhalten des Albums wieder. Ich muss hier am Anfang natürlich wieder betonen, dass dies mein Ersteindruck ist. Ich habe das Album inzwischen dreimal, glaube ich, in voller Länge gehört und denke, ich bin gewappnet dafür, äh, das Ganze hier zu absolvieren, ehe es zur finalen Note in einer Durchgehört Ausgabe oder in einer separaten Albumanalyse kommt. Wie finde ich also das Album? Platin war gestern nach dem dritten hören oder nach der dritten Listening Session. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bereits schon bevor dieses Album überhaupt rausgekommen bin, ist, so ein mulbiges Gefühl hatte und ich das Gefühl hatte, dass diese Aktion eventuell das gute Licht oder das, das gute Standing, was JBG 3 ja abschließend nach außen gegeben hat, weil ich finde nämlich, dass JBG 3 der optimale äh, Schluss für diese Trilogie war und sowohl qualitativ als auch inhaltlich halt genau das gemacht hat, was ein Trilogie-Finale machen sollte und äh, die jetzt quasi wieder ein weiteres Ding mit diesem Album aufmachen. Und die Singles haben halt mir, wie gesagt, nicht so das beste Gefühl diesbezüglich gegeben, weil ich vor allem auch All Eyes on Me mit dem leichten und da auch schlechten Beigeschmack erst einmal erlebt habe, mit der Echo-Performance, die wirklich grottenschlecht war, die aber glaube ich auch nicht alleine den beiden zu verschulden war. Ich kann mir vorstellen, dass diese Leute beim Echo extra mit der Technik rumgefahren hatten, weil ich hatte auch das Gefühl, dass sich Farid beispielsweise auch gar nicht gehört hat und dementsprechend halt auch über den Beat gefloat hat. Und auch die beiden Singles, die darauf gefolgt sind, welche ja erst einmal Mitternacht 2 waren und dann halt zum Release-Tag auch JBG, in die Unendlichkeit waren beides einfach Songs, wo ich dachte. Okay. Bei Mitternacht 2 bin ich noch mitgegangen, weil ich das eigentlich relativ cool fand, dass man die Fans quasi nochmal nostalgisch werden lässt und man zu der ersten Single der JBG-Reihe nochmal einen zweiten Teil gemacht hat. Fand ich auch cool, die Idee, aber die Umsetzung war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Größtenteils, weil ich auch enttäuscht von dem Beat war, weil ich mir dachte, da hat man die Chance, zu so einem Klassiker-Track wie Mitternacht einen zweiten Teil zu machen. Nutzt auch noch dasselbe Sample und macht dann einfach nur so einen simplen. Eigentlich recht langweiligen Beat. Also der Beat blieb weit unter meinen Erwartungen, als ich das Intro gehört habe. Dachte ich mir, jetzt kommt der Hammer. Und dann, als der Beat gedroppt ist, dachte ich mir, okay. Naja. Am Release-Tag selber gab es dann die finale Single mit dem Titel In die Unendlichkeit featuring hier wo ich mir dachte, nein. Einfach nur nein. Ich finde den Song wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Vor allem die Farid-Strophe ist flow-technisch. Ich fange erstmal anders an. Ich habe ja schon bei JBG3 gesagt, dass Farid an einigen Stellen irgendwie komische Flow-Ausfälle hat, die ich von ihm gar nicht gewohnt bin. Auf der Single in die Unendlichkeit hat er das auf eine Spitze getrieben. Und es gibt auf diesem Album auch noch vereinzelte Songs, wo es zu weiteren Flow-Ausfällen kommt, wo ich mir denke... Was ist da passiert eigentlich? Also, weil von Farid bin ich sowas nicht gewohnt. Ich glaube, in seiner gesamten Solo-Karriere gab es so schwerwiegende Flow-Ausfälle nicht, wie auf diesem Album. Und auf JBG3 hielt sich das Ganze noch in Grenzen, war aber sehr auffällig, weil alles andere als so gestimmt hat, bis auf diese Ausfälle. Aber hier auf diesem Album sind es wieder so... Verschiedene Passagen, wo einfach zu viele Silben da sind oder Farid gefühlt die Kontrolle über den Flow verliert und das ist äh, bei der Nummer in die Unendlichkeit wirklich auf eine Spitze getrieben, dass ich mir dachte, den Part kannst du dir nicht anhören. Kollega ist ganz okay bei der Nummer. Inhaltlich ist dieser Song auch sehr gut als Outro geeignet und ich finde noch auch inhaltlich gut. Aber die Hook hat da nochmal das I-Tüpfelchen drauf gemacht, wo ich mir dachte, nee, mit der Nummer gehe ich nicht mit, weil ich die vor allem auch von der Aufnahmeweise und wie das Ganze gemischt ist, einfach nur schwach fand. Also, vor allem der Mix wirkt amateurhaft. In der Hook müsste man eigentlich merken, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Also, ich hatte da wirklich das Gefühl, dass sie irgendwie die falsche Fassung ins Presswerk gegeben haben oder so, weil die Hook klingt qualitechnisch irgendwie total kaputt. Bevor ich aber jetzt im Vorwort schon das Album totbäche, muss ich natürlich auch zum Positiven kommen. Ich finde, das JBG-Feeling kommt auch schon bei diesem Album auf und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie nur so eine B-Seite geboten bekommt und irgendwie die ganzen Tracks nochmal hier serviert bekommt, die die halt alle nicht auf JBG3 platzieren wollten, weil die halt qualitativ schwächer waren, sondern es fühlt sich wirklich an wie ein richtiges Album, wobei man aber auch sagen muss, dass wenn man die beiden Alben, JBG3 und Platima, gestern miteinander vergleicht, merkt man trotzdem natürlich die Unterschiede, vor allem auch in Sachen Arrangement, ist dies halt doch eher so gehalten, dass das so wirkt, als hätten die beiden hier etwas schneller gearbeitet, weil es oft auch so ist, dass jeder nur ein Part macht und dann gibt es einen Hook und dann ist der Song fertig. Bei JBG3 war das Ganze noch anders, da haben sie richtige Songs gemacht mit drei Strophen, auch mal die Bälle hin und her geworfen äh, pro Strophe oder sowas. Das gibt es hier auf diesem Album leider nicht. So kriegst du also auf diesem Album jetzt nicht wirklich dieses Gefühl oder dieses Teamgefühl von den beiden. Auf der Arrangement. Ebene. Vom Sound her kommt es der JBG-Reihe natürlich sehr nah, vor allem auch dem dritten Teil. Also man merkt, dass diese Songs aus einer ähnlichen Session oder der gleichen Session vielleicht entsprungen sind. Es wirkt einfach so, dass das alles aus einem Guss kommt, aus dieser JBG-3-Session. So kann man sagen, dass die Produktion treffend ist, wobei ich in einigen Fällen mir da mehr Variation gewünscht hätte, weil ich finde, es gibt die vereinzelten Songs, die relativ ähnlich klingen, wie es eigentlich immer bei JBG ist, aber hier ist es irgendwie stärker. Wir haben schwere Drums. Die gewohnten JBG-Samples, wie ich sie nenne. Ich fand zum Beispiel eine Nummer wie Wanderlei Silver und Nuklearer Winter sind beattechnisch technisch sehr geil. Oder auch G-Modelle, das sind Beats, die sind so richtig oder die fangen so richtig diesen JBG-Charakter ein und ballern schön gut, dass die beiden Rapper da dementsprechend auch ihre Punchlines entfalten können. Punchlines ist das richtige Stichwort für das nächste Ding, was ich ansprechen muss. Jetzt so nach dem dreimal Hören sind mir nicht wirklich... Vereinzelte Songs hängen geblieben. Es gibt auf jeden Fall oder es gab auf jeden Fall Lines, bei denen ich reagiert habe und mir dachte, ah, lustig, ja, cool, aber es ist auf jeden Fall nicht. Wie bei JBG3 gewesen, dass du quasi alle zwei Sekunden irgendwie lachen musstest. Das ist bei diesem Album nicht so, weil ich mir aber auch vorstellen kann oder auch es merke in diesem Album, dass sie da auch ein paar ernstere Sachen ansprechen wollten. Es gibt hier diverse Zeilen, die an die Medien gerichtet sind, an den Echo natürlich, da die beiden, wie gesagt, auch schon diesen ganzen Backlash verarbeiten mussten und das dann hiermit auch machen. Ich glaube, auf dem Album gibt es gefühlt 20 Echo-Lines, also mit der Doppeldeutigkeit. Echo, die Preisverleihung und ein Echo, wie wenn du in den Wald schreist oder so. Also gefühlt gab es auf jeden Track hier äh, so eine Zeile. So hat es auf jeden Fall auf mich gewirkt. Am Ende waren es nur drei Zeilen, aber es ist so auffällig gewesen, wie oft sie so eine Echo-Line gemacht haben. Und ich glaube sogar, dass teilweise die Gäste, also bei Sturmmaske auf, war es 18 Karat und ich weiß nicht, ob es auch Summer Jam war, die haben auch so eine Echo-Line gebracht. Apropos Summer Jam, der hat eine sehr, sehr lustige Zeile äh, auf dem Album gebracht. Wo er darüber spricht, dass er Familienfreund ist und deswegen nicht verhütet, ist einfach so der gewohnte Summer Jam Humor, der hier in diesem JBG Kosmos auf jeden Fall sehr, sehr gut passt und funktioniert. Also man kriegt ja aus diesem Album auf jeden Fall auch eine Riesenprise Unterhaltung geboten, wie es auch immer bei den Alben bei denen gewesen ist, aber wenn man halt im direkten Vergleich halt den sehr, sehr guten dritten Teil der Reihe hat, wirkt dieses Album dennoch schwächer und auf jeden Fall auch noch mit dem Zusatz von den Farid flow Ausfällen äh, gibt es einfach zu viele Sachen, die mich an diesem Album stören, weswegen ich diesem Album auch keine fresche Bewertung gebe, sondern nur ein Okay, weil ich mir auch vorstellen kann, dass fortlaufend ich mir nicht mehr so viel aus diesem Album reinziehen werde. Also es ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Album, um es mal gehört zu haben. Passend zur Platinfarbe gibt es ein Okay, kein Grün, kein Rot, sondern ein äh, Silber. Grauton passt doch irgendwie. Es ist natürlich auch nur meine Meinung, deswegen folgt natürlich jetzt mein Aufruf an euch. Geht in meine Instagram-Story, denn dort könnt ihr jetzt für dieses Album abstimmen und ihr könnt da mal zeigen, wie dieses Album bei euch im Vergleich zu mir angekommen ist. Das Ganze halten wir dann ganz schön in so einer Grafik fest und dann sehen wir, so war eure Meinung und so war meine Meinung. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Hast du eine andere Meinung? Dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Hin. Schreibt mir außerdem in die Kommentare, welcher Song auf diesem Album hat dir am besten gefallen und welcher am wenigsten. Wenn ich mal kurz hier auf die Tracklist gucken darf, sage ich, am besten hat mir, glaube ich, tatsächlich... Ich schwanke zwischen nuklearer Winter und G-Modelle und entscheide mich für dieses Video jetzt einfach für G-Modelle. Und am schwächsten fand ich einfach, wie gesagt, in die Unendlichkeit. Das ist eine Nummer, die kann ich mir nicht anhören. Soundmäßig miserabel. Die Flows... Also, ich weiß nicht, was da gemacht hat. Abonniert den Fresh or Lash Channel. Unten in den Kommentaren gibt es den Link. Dort gibt es auch fortlaufend noch mehr Videos in diesem Format. Ich spreche da auch über Singles und sonst was. Deswegen geht rüber und abonniert auch den Channel. Diesen Channel könnt ihr natürlich auch abonnieren für weiteres. Und ansonsten, wenn ihr mit mir persönlich schreiben wollt, Facebook, Twitter und Insta-Links findet ihr unten in der Beschreibung. Mein Name ist Teddy und wir sehen uns in einem nächsten Video. Haut rein!